Ist Ihnen klar, was eine Grenzverletzung für Sie bedeutet? Da kann selbst ich bei der Zonenaufsichtsbehörde nicht mehr viel machen. Sie werden als potenzielle Gefährderin in Schutzhaft genommen. Wer wusste von der Straftat? Seit heute dürfen Einwohner nicht mehr ohne Genehmigung ihren Wohnort verlassen. Das regelt das neue Zonengesetz, das seit Mitternacht in Kraft ist. Besuche in anderen Zonen sind demnach nicht mehr ohne Besucherschein möglich. Bei Nichtbeachtung drohen hohe Gefängnisstrafen. Hier ist die Überwachungszone. Und hier ist die Zonengrenze. Da musst du unbeobachtet durch. Nur mit der Sondergenehmigung Webenhausen ist es ab da erlaubt. Und Sie sind sicher, dass das funktioniert? Ja, bin ich. Die Frage ist, was ist dir wichtiger? Nimm den Schein und du siehst deine Flamme ganz bald. Oder du wartest auf die Verteilung der Passierscheine und bist bis dahin alt und hässlich. Vielleicht klappt es dann ja gar nicht mehr. Geht ja nur noch heute. Ja, dann musst du dich halt ranhalten, Schätzchen. Nachher werde ich es probieren. Ich muss. Nein, ich habe keine Angst. Es wird schon klappen. Ich auch. Ich bin's. Ja. Heute kommt wieder eine. Peters. Nicole Peters. Halt, Passierschein bitte. Dankeschön. Frau Peters, würden Sie mir bitte folgen? Es gäbe da einen Sachverhaltsklärer.